Hallo und herzlich willkommen auf Hof Bergmann. Heute will ich mich mal ein bisschen um meine Kühe kümmern oder anders ausgedrückt, ich will schauen, was die Kühe so von sich geben, um die Milch so gut wie möglich zu verkaufen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder hier über Paletten, was ihr hier schon seht, oder es gibt die Möglichkeit natürlich zum Milchhof zu gehen und eben beim Start habe ich gesehen, dass eine große Nachfrage besteht. Also schauen wir doch mal in die Karte, was kriegen wir denn dafür? Also beim Milchhof kriegen wir 532 Euro und bei der Pellets Selling Point kriegen wir 1257 Euro. Für alle, die nicht wissen, was der Pellets Selling Point ist, möchte ich das kurz mal erklären. Und zwar, auf Hof Bergmann gibt es eine Reihe von Mods, die Farmer Andy mit seinem Team hier schon verarbeitet hat. Und wir betreiben das Spiel hier auf einem Multiplayer-Server und haben hier für uns diesen Palettenverkauf eingerichtet. Ich zeige mal kurz, wo der ist. Wenn ihr im Kaufmannsladen-Menü seid, so nenne ich das mal, dann habt ihr unter Diverses habt ihr einmal die Palettenbefüllanlage. Die müsst ihr euch kaufen, das ist eine Mod. Und hier könnt ihr mehr oder weniger die angezeigten, nicht mehr oder weniger, sondern die angezeigten Früchte könnt ihr hier zu Paletten bearbeiten. Und das ist eine ganze Menge, unter anderem nämlich auch Milch. Und könnt die dann weiterverkaufen an diesem Pallet Selling Point. Das ist meines Wissens ein platzierbares Objekt. Schon eine Weile her, seitdem ich das. Genau. Palettenverkaufsstelle. Hier kannst du deine Paletten und Ballen verkaufen. Unterstützung aller Paletten und Ballenarten. Der Fliegel PFS 16.000 Palettenabfüllstation. Die kauft man und platziert sie, wo man möchte. Wir haben das hier ganz einfach auf unserem Hof gemacht. Und so sieht das aus. Total unspektakulär. Und ja, jetzt braucht man nur noch einen Traktor, der uns die Paletten dorthin bringt. Und dann seht ihr als erstes, wie das zu befüllen ist. Das lohnt sich auf jeden Fall, mit vielen Produkten zu machen. Also A, spart ihr euch den Weg. Und B, kriegt ihr einfach mehr Geld. Und ihr seht, es wird sofort anerkannt. Nicht anerkannt, erkannt natürlich. So, dann fahrt ihr dort zu dem Punkt hin, zu dem Trigger. Da ich momentan nicht als Admin eingeloggt bin, seht ihr auch nicht, wie viel Geld ich bekomme. Aber letztendlich waren das 2000 Liter mal den Preis von 1261. Ja, ergibt den Geldbetrag. Und das ist immerhin mehr als das Doppelte, als es beim Milchhof gibt, obwohl da eine große Nachfrage besteht. Und so könnt ihr eine ganze Menge hier verkaufen. So, hier seht ihr zum Beispiel eine fertige Palette. Damit das funktioniert, müsst ihr auf jeden Fall den Traktor abkoppeln. Der ist abgekoppelt, wunderbar. Dann geht ihr an diese Maschine hier an die Seite, steigt ein. So, und in der Maschine sind noch 2691 Liter Milch. Ihr seht, auf dieser Maschine ist ein angedeutetes Milchfass. Das passiert, wenn ihr Milch hier überfüllt. Und überfüllen könnt ihr das mit dem blauen Kotte Universalfass, wo ihr die Milch hier aus dem Kuhstall abgeholt habt. Fahrt einfach direkt daneben und schon könnt ihr das Überfüllen starten.
So. Die Palette, die dort unten steht, die muss jetzt rausgeschoben werden. Ihr schaltet die Maschine an und könnt jetzt den Palettenschieber ausfahren. Danach wird die Palette rausgeschoben. Und ganz wichtig, damit euch nichts passiert, beim Erstellen der nächsten Palette, Palettenschieber einfahren. So, erst wenn dieser eingefahren ist, dann könnt ihr die nächste Palette produzieren. So, ich habe jetzt die Taste B hier auf meinem Xbox 360 Gamepad gedrückt, aber letztendlich müsst ihr den Befehl Automatikmodus ausschalten, anschalten, das müsst ihr letztendlich drücken, dann fängt an die Maschine zu produzieren, das seht ihr an dem grünen Blinklicht, die Palette wird erstellt, die Milch nimmt ab. Und sobald die Palette wieder voll ist, könnt ihr dann über den Palettenschieber wieder diese Palette nach draußen befördern. Auch hier wieder den Befehl Automatikmodus einschalten. Wichtig, dass ihr ihn drückt, erst dann kriegt ihr den nächsten Befehl angezeigt, Palettenschieber ausfahren. Palette fährt wieder aus. Palettenschieber einfahren. Automatikmodus einschalten. Und schon können die restlichen Liter der Milch verarbeitet werden. Das gibt jetzt nur noch so eine kleine halbe Palette maximal. Ja, noch nicht mal ein Drittel. Wieder die Taste B muss ich drücken, Palettenschieber ausfahren. Nicht vergessen, immer den Palettenschieber einfahren. Ganz wichtig. So, das war's schon. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.